Meine Damen und Herren, live und in Farbe, aus dem schäbigen Süden der Spätzles Hauptstadt Stuttgart, the one and only, die Achim Glücksshow. Mensch, ich bin so glücklich. Freitagnachmittag, ich bin auf dem Weg zu Boris Mönnich. Den kenne ich schon lange, ist auch ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Facebook, ja, und ja, seit Jahren stehe ich endlich mal wieder freitags im Pragsattel im Stau oder auf dem Pragsattel im Stau. Grammatikalisch Interakadativpronom, scheißegal, das ist geil. Scheiße, wäre ich doch über die Autobahn gefahren. Leck mich am Socken, du, ist das geil, mal wieder im Stau. Seit Jahren Pragsattel. Wie hab ich das vermisst? Das ist ja unmöglich. Wahnsinn, diese Luft hier. Ich bin jetzt hier direkt mittendrin im Medienzentrum. Das geht schon runter wie Honig. Medienzentrum Ludwigsburg. Ich kann sie quasi riechen, die ganzen Studios und Kameras. Das muss ich nutzen. Leck mich am Socken, muss ich das ausnutzen. Jetzt lasse ich mich abholen von Boris. Wie so ein kleines Kind, ja, was seine Mama verloren hat. Gut, ich könnte natürlich selber da rein, aber bin ich blöd? Ich lasse mich mal schön abholen. Schließlich bin ich ja ein Star. Ach, diese Luft hier in diesem Medienzentrum. Das ist übrigens die Halle, wo mein Studio gebaut wird hier. Na, da kommt er ja auch schon. Der Boris. Da kommt er ja auch schon. Der Boris. Du, Boris, ich hab schon mal kräftig Luft geholt hier. Grüß Gott, im Medienzentrum. So ist recht. Jetzt gehen wir jetzt zu dir hoch. Jetzt gehen wir zu mir hoch. Ah, super. Aber da ist Filmverbot hier oben. Ja. Drinnen ist Filmverbot. Drinnen ist Filmverbot. Ja. Wie bei Edeka. Genau. Okay. Drinnen. Beim Herrn Wollauer. Ja, ganz klar. Es wird schon seinen Grund haben, gell? Warum in manchen Firmen Filmverbot ist. Genau. Hast du was zu verbergen? Aber die Zuschauer wollen das sehen, Boris. Ich weiß, aber das ist mein Privatraum. Du bist ja selber jemand, der quasi aus der Branche kommt. Und du weißt ja, der Zuschauer ist eine Sau. Ja? Der will immer spannend gucken, alles wissen. Genau. Was trägst du für Socken? Schwarze, ich auch. Guck, jetzt haben wir den Zuschauer bedient. Fahren! So, Boris. Ja. Wo fahren wir zwei jetzt denn nach? Wir fahren nach Ludwigsburg-Hohneck ins Uferstüble. Ins Uferstüble? Ja. Aber also, du weißt ja schon, das sieht nach Regen aus. Naja, und wir haben da ja so einen überdachten Lounge. Eine VIP-Lounge? Ja, genau. Ah, geil, voll genau. Geil, eine VIP-Lounge. Ich dachte, wenn heute Achim Glück kommt, dann kriegt er auch eine VIP-Lounge. Ja, ja, ja. Auch mal wieder, gell? Auch mal wieder. Damit ich auch mal wieder einen Spaß am Leben habe. Genau. Ja. Hast du ja sonst nichts mehr. Genau. Ja. Das ist so jetzt quasi, wie wenn du einen Behinderten aus dem Heim abholst. Ja, so drastisch würde ich es nicht sagen. Aber ich! Ja, du, okay, gut. Mensch, Boris, hast du diese VIP-Lounge hier, hast die extra reserviert? Extra für uns zwei hier. Für uns beide, genau. Ist ja geil. Ist ja geil. Mich. Wo sind wir denn hier? Im Uferstübel Biergarten. Das hast du ja schon mal gesagt. Genau. Kriegst du da was dafür? Kriegst du dafür, ne. Jetzt gucken wir mal, es ist ja heute an diesem Tag, wo die Königshochzeit ist, das passt ja eigentlich ganz gut. Genau. Prinz Boris. König Achim. Und auch Prinz Achim. Jetzt schauen wir mal, jetzt wollen wir den Zuschauern, ups, natürlich auch mal zeigen, wie das Volk so lebt. Hier draußen so. Oh, das ist auch schön, Boris. Finde ich auch, oder? Finde ich auch. Ich fühle mich gut. Hier echt wohl. Es kann nicht, jeder ein Star sein und hier drin sitzen, weil dann wäre es ja auch zu voll. Eben, genau. Deswegen ist es ja für uns beide gemacht.